Ja, ich freue mich, Ihnen heute das Ampelkonzept auf eine etwas andere Weise mal näher zu bringen. Wenn Ihnen das so gegangen ist wie mir, dann merkt man irgendwann, also irgendwie, man versteht doch immer ein bisschen was Unterschiedliches vom Ampelkonzept. Der andere denkt, ja, Ampelkonzept, klar, das hier ist das Ampelkonzept, wobei da ja die Gelbphase momentan ein bisschen schwächelt. Dann bin ich zu den Vertriebskollegen gegangen und habe gesagt, ja, hör mal, Ampelkonzept, habt ihr da schon mal was von gehört? Ja, klar, hier, Flexmarkt, kenne ich. Ich bin doch nicht blöd. Ich habe gedacht, ich nehme sie einfach mit auf eine Urlaubsreise, das bringt auch direkt ein bisschen angenehmere Stimmung. Ja, ich habe gemerkt, es haben noch nicht alle geklatscht, ich mache das einfach nochmal hier mit dem Effekt. Ja, okay, danke. Natürlich muss man auch irgendwie im Urlaub zu der Insel hinkommen, entsprechendes Gefährt, jetzt hier mal die holländische Variante. Wie gestaltet sich das jetzt? Wir haben jetzt die Insel, Angebot, wir haben Urlauber, die wollen zur Insel fahren und wir haben natürlich die Brücke, das Netz, was überhaupt Angebot und Nachfrage hier überhaupt zusammenbringen kann. Die Sonne strahlt wunderbar auf der Insel, das muss man unbedingt ausnutzen und wieso sollte man da nicht einfach mal ein ordentliches Hotel hinbauen? Die wollen jetzt plötzlich alle auf die Insel fahren. So. Und wie das jetzt auf der Brücke aussieht, können Sie sich so vorstellen. Sie sehen jetzt gleich, wird auch der Stau aufgelöst. Es geht auch ganz gut hier. Man baut einfach aus, zum Beispiel 20-spurig. Man führt vielleicht die gelbe Ampelphase ein. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, das Ganze zu lösen. Gelbe Ampelphase heißt einfach, die flexiblen Urlauber stoppen bei Gelb und zahlen dafür weniger Maut. So, jetzt gibt es noch eine Frage, die bisher nicht beantwortet ist, nämlich die Frage, ja, gibt es denn überhaupt flexible Urlauber? Ja, es gibt flexible Urlauber, speziell im nächsten Sommer. Dankeschön.